Hallo, liebe Freunde. Es ist Frühling, die Sonne scheint und was liegt näher? Es muss gegrillt werden. Aber jeder kennt das Problem. Der Grill ist versaut. Keiner hat Lust, mit der Drahtbürste den Rost sauber zu machen und so baut man einfach drauf. Es wird schon abbrennen. Aber so richtig wohl war mir dabei nie. Letzte Woche sah ich im Fernsehen eine Sendung über neueste Erfindungen aus den USA und die Frage, brauche ich sowas oder brauche ich es nicht? Mit wurde vorgestellt ein Reinigungsroboter für Grills. Ein Grillbot. Die Sendung hat mich überzeugt. Ich habe noch während der Sendung direkt ein solches Gerät bestellt und heute kam es. Das ist der Grillbot. Ich werde das Gerät jetzt auspacken und im Praxistest mal ausprobieren. Ich habe das Gerät bereits geladen, denn es kommt vom Hersteller ungeladen und braucht ca. 2 Stunden, bis der Akku aufgeladen ist. Aber das ist ja kein Problem. Wie gesagt, das Gerät ist geladen. Ich werde das Gerät jetzt auspacken und werde mal testen, wie es sich in der Praxis verhält. Das ist nun mein Grill, mein Weber-Grill, mein ganzer Stolz. Und er ist, wie gesagt, schon schön eingesaut. Das ist nun das gute Stück. Das ist die Verpackung. Handlich, quadratisch, praktisch, gut. Wir wollen jetzt mal schauen, wie der Inhalt aufgebaut ist. Der Kasten sieht so aus. Ich entferne jetzt mal die Pappverpackung. Das ist der Grillbot. So präsentiert er sich zum ersten Mal. Das Gerät ist klein, es ist handlich, liegt gut in der Hand. Deutlich sieht man die 3 Kupferbürsten, die den Grill reinigen. Auf der Oberseite gibt es eine Abdeckung für das Ladekabel und hier ist der eine Ausschalter. Das Gerät funktioniert so, dass ich quasi drauf drücke, dann erscheint die Zahl 10. Bedeutet 10 Minuten läuft das Gerät. Drücke ich zweimal drauf, 20, dreimal 30. Bis zum eigentlichen Start des Gerätes habe ich 5 Sekunden Zeit, um das Gerät in den Grill zu setzen und den Deckel zu schließen. So, ich nehme nun den Grillbot, gehe zu meinem doch recht ledierten Weber-Grill und setze das Gerät in die Mitte des Grills. Ich werde jetzt zu Testzwecken oder zum Demonstrationszwecken kurzzeitig den Deckel auflassen und hoffe, dass mir der Grillbot nicht auf den Boden knallt. So, ich drücke jetzt einmal drauf. Er piept. Ich habe jetzt genau 5 Sekunden Zeit und nun fängt er an zu arbeiten. Man sieht wunderschön die Bürste arbeiten. Okay. So, der Grillbot macht nun seine Arbeit. Ich habe ihn noch 10 Minuten eingestellt und bin mal gespannt, wie das Ergebnis ist. Die 10 Minuten sind um. Der Grillbot hat seinen Dienst getan. Er hat sich mit ein paar Piepsern verabschiedet, um mir zu signalisieren, er ist fertig. Wir wollen jetzt mal sehen, wie das Ergebnis ist. Blitzeblank. Man kann sagen, der Grillbot hat seinen Job gut gemacht. Man sieht hier, der komplette Grillrost ist sauber. Es sind keine Reste. Er kommt schön bis in die Ecken, es ist natürlich klar, auf dem letzten Zentimeter wird es ein bisschen eng. Aber man kann sagen, das Gerät ist seinen Preis wert. Die Geräuschentwicklung ist natürlich nicht zu unterschätzen. Das Gerät selbst ist sehr leise, aber es hängt halt permanent an den Seiten des Grills an und verursacht dadurch eine starke Lärmbelästigung.
Ich würde empfehlen, sonntags, mittags den Grillbot nicht einzusetzen.